Es ist an der Zeit, einen Mann für seine Verdienste für die deutsche Autoindustrie auszuzeichnen. Im Namen der deutschen Autolobby bekommt Andreas Scheuer heute von mir die Urkunde als Autoverkäufer des Jahres. Und wo geht das besser als beim Future Mobility Summit? Hier diskutiert der Minister mit der Branche über so einen Quatsch wie Verkehrswende und alternative Antriebe und macht schön einen auf Verkehrsöko. Dabei weiß der Andi genau, worauf es ankommt. Ist doch ein guter Mann. Ist doch Gold wert für die Autoindustrie. Er kommt auf, ja, genau. Für die Autoindustrie ist er ein guter Mann. Das ist richtig. Ja. Aber ich fühle mich als Stadtbewohner hier und als Bürger da von ihm nicht gut vertreten. You like German fast cars? Yeah. Yeah. Yeah, fantastic. I like German cars. Ja. Und er sorgt dafür, dass es so weitergeht für die Autobranche. Okay. Andi Scheuer ist the man. Der Mann, der möglichst viele Autos verkaufen will. Und das um jeden Preis. Frei nach dem Motto, talks like shit, but saves the Autoindustrie. Ich bin ja mit hier Andreas Scheuer, bin ich ja im Cabrio-Club, ne? Und wir fahren öfter mal so nach Kitzbühel mit 200 Sachen. Zack! Nein. Und dann nicht mehr zu wissen, ist es eine Kuh oder ein Pferd, woran man vorbeifährt. Was haben Sie denn für eine Sozialisation genossen? Wissen Sie, wie oft der sich letztes Jahr mit Umweltverbänden getroffen hat? Na? Sag nicht null. Kein einziges Mal. Ach. Eben, denn was ist schon ein Klima gegen zehntausende Arbeitsplätze? So, Zeit für die Preisverleihung. Herr Scheuer, im Namen der deutschen Autolobby darf ich Ihnen einen Preis überreichen. Ja, gerne. Ja, Sie sind nämlich der Autoverkäufer des Jahres und dafür kriegen Sie den goldenen Auspuff. Vielen herzlichen Dank. Sie sind unser bester Mann. Danke. Ja? Danke. Ich bin so dankbar. Wollen Sie noch was sagen irgendwie? Nee, ich bin Machen Sie weiter dankbar. So. Ich sage danke an mein Team. Ja. Und vor allem, dass Sie immer da sind. Ja, ist natürlich auch dafür der Preis, dass Ihnen der Klimawandel und das Klimaschutzgesetz so sehr am Auspuff vorbeigehen. Gratulation. Hallo? Hat er den Auspuff gerade weggeschmissen? Wie undankbar ist das denn? Dann nehme ich den halt. Hab mir gerade meinen SUV vergolden lassen, da passt das ganz gut.